Ein 100.000 Euro Dividendendepot möchte ich mit euch gemeinsam über die nächsten 7 Jahre aufbauen. Ja, und somit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Holly hier vom Dividenden-Backpacker-Kanal. Ja, Freunde, es gibt ja bereits unser Community-Hochdividendendepot. Das Ganze verlinke ich dir dort oben. Und ja, ich habe mir dazu natürlich viele Gedanken gemacht, wie möchte ich weiter vorgehen. Und jetzt erst recht, vor allem, weil es jetzt aktuell wieder mega, mega spannend ist, durch den, dass diese Korrektur im Markt ist. Und das möchte ich dir heute in diesem Video einfach teilen dürfen. Geteilt habe ich das Ganze natürlich gestern schon in Instagram und heute möchte ich da einfach wirklich meine Gedanken dazu, ja, in Worte und in diesem Video fassen dürfen. Deswegen würde ich sagen, wir switchen jetzt gemeinsam gemütlich am PC ran. Schon meine Ziele. Eben wie schon gesagt, in den nächsten 7 Jahren möchte ich mit euch gemeinsam dieses Depot aufbauen. Wir werden dort auch regelmäßig reinschauen. Und es wird sich immer mal wieder was verändern. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, in 7 Jahren 100.000 Euro. Das Primärziel für mich persönlich ist eine Dividendenrendite pro Monat im Durchschnitt von 450 Euro netto dann zu erhalten. Das sind eben roundabout 5.400 Euro netto im Jahr und somit eine Dividendenrendite von 5,4%. Ja, es gibt natürlich viel Pro und Contra an der ganzen Strategie. Das Wichtigste ist jedoch für mich persönlich und auch für jeden anderen Investor, der eine mag halt eben Wachstumsaktien, der andere mag Dividendenaktien, dass wirklich jeder zufrieden ist. Und das soll wirklich das A und O sein. Es gibt meines Erachtens kein richtig und falsch. Am Ende des Tages muss wirklich jeder zufrieden sein. Und das ist der Stichpunkt. Wenn du zufrieden bist mit meiner Arbeit, gerne hier mal gleich ein Abo dalassen. Dankeschön dafür. Ja, dann eben, welche Sparpläne werden ausgeführt? Also welche Unternehmen und wie viel Geld wird aktuell investiert? Ja, wie gesagt, am 1. und am 15. des Monats werden meine Sparpläne bei der Consorsbank ausgeübt. Und zwar AT&T eben mit 25 Euro, Gilead mit 30 Euro jeweils, GlaxoSmithKline mit jeweils 25 Euro, eine IBM auch mit 25 Euro. Und bevor es jetzt weitergeht, wenn du zum Beispiel Bock hast, eben auch ein Depot zum Eröffnen. Unten in der Videobeschreibung sind die Links dazu drinnen. Bei der Consorsbank gibt es aktuell, wenn du dort dein Sparplan-Depot eröffnest, 20 Euro Bonus. Ich bedanke mich da auf jeden Fall schon mal herzlichst, wenn du meinen Link hernimmst und mich dadurch unterstützt. Naja, auf jeden Fall weiter. Eine Iron Mountain ist auch mit dabei mit jeweils 25 Euro. Eine Kraft Heinz darf natürlich auch nicht fehlen. Auch jeweils mit 25 Euro, eine LTC Properties, eben auch mit 30 Euro, eine Omega Healthcare, auch mit 25 Euro. Und was etwas überraschend ist, ist natürlich auf jeden Fall Realty Income, the Monthly Dividend Company, Spitzname von ihnen, weil sie eben mittlerweile, es sind glaube ich 604 monatlichen Dividenden gezahlt haben und dort bin ich mit 50 Euro dabei, weil ich Realty Income gerne aktuell etwas übergewichten möchte. Ich hoffe auf jeden Fall, das ist für euch okay. Schreibt es mal gerne in die Kommentare unten rein. Und dann natürlich auch noch eine VP Carry. Wie du siehst, es sind nur Hochdividendenaktien aktuell drinnen. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt schauen wir uns einfach nochmal die Übersicht an. Hier sieht man einfach diese Aktien. Eben aktuell werden 570 Euro monatlich bespart. Natürlich durch der aktuellen Wirtschaftslage, Lockdown und so weiter und so fort, habe ich mir jetzt noch Folgendes überlegt. Mit 570 Euro komme ich definitiv nicht an die 100.000 Euro Wert ran. So ehrlich muss ich sein und so ehrlich bin ich natürlich auch. Und deswegen wird das jetzt kein reines Hochdividendendepot mehr, sondern ich möchte jetzt auch wirklich 5 bis 10 Aktien, beziehungsweise in diesem Fall eben in Unternehmen, weil wir investieren ja in Unternehmen langfristig, mit reinnehmen, die aktuell eine Dividendenrendite von 3-4% haben. Aber diese 3-4%, also auch diese Historie dann anschauen,
und dann eben entscheiden, also mein Gedanke wäre nochmal 10 Unternehmen mit reinnehmen, 25 Euro, das wären eben nochmal 50 Euro pro Unternehmen pro Monat, das wären einfach aktuell Stand heute 1070 Euro pro Monat zum Investieren. Natürlich sehr, sehr viel Geld, aber die aktuelle Lage ist einfach so am Markt, wäre eigentlich echt saublöd, wenn ich es nicht ausnutzen würde, diese Situation. Deswegen suche ich mir jetzt in die nächsten Tage nochmal 5 bis 10 Unternehmen raus, beziehungsweise eigentlich 10 Unternehmen, die eben nicht diese hohe Dividende haben, aber dafür eine gute Steigerung. Naja, auf jeden Fall das, was mich jetzt mega freuen würde, wenn ihr mir einfach mal unten in die Kommentare mit reinschreibt, welche Unternehmen für euch da zum Beispiel interessant wären. Mir fallen jetzt einfach gerade spontan natürlich Coca-Cola ein. Ich habe hier zwar einen Konkurrenten, Pepsi, also sowas zum Beispiel. Eine Intel ist natürlich jetzt auch gut zurückgekommen nochmal. Ja, und es gibt ja viele, viele Dutzende andere spannende Unternehmen, wenn nicht sogar hunderte andere Unternehmen, die wo auch eine gute Dividende ausschütten. Vielleicht suche ich mir sogar nicht nur amerikanische Unternehmen raus, sondern gehe auch jetzt tatsächlich in den europäischen Markt mit rein. Und sowas, dann fällt mir halt gleich spontan E.ON ein. E.ON, meines Erachtens ein Unternehmen, das was gar nicht viel beachtet wird, was total schade ist. Dazu habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht. Das ist da oben in der Infobox auch verlinkt. Kann ich nur empfehlen zum Anschauen, weil das ist meines Erachtens eine Aktienperle, was halt so offensichtlich ist. Aber wenige nehmen es wahr, weil bei mir zum Beispiel läuft jetzt auch extrem viel Strom. Ich habe einen Laptop an, das Licht läuft, die Kamera braucht Strom. Nebenbei liegt hier ein Handy, da unten drunter liegt noch mein Tablet. Also ihr wisst genau, was ich meinen tue. Das sind halt so Sachen, die sind so offensichtlich und so selbstverständlich. Dann fällt mir natürlich Kroger noch ein, Kellogg's eben, also solche Unternehmen, die wo du halt tagtäglich hernimmst, die wo natürlich eine gute Dividendenhistorie vorweisen können. Und da bin ich halt echt mega krass gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagen werdet. Und man muss halt auch wirklich ehrlich sein, durch dem, dass ich halt jetzt wirklich dann nochmal solche Unternehmen mit reinnehme, wird das Unternehmen bzw. das Depot richtig, richtig spannend. Wir haben dann 20 verschiedene Aktien mit drinnen. Vielleicht packe ich noch den einen oder anderen ETF mit rein. Da bräuchte ich aber natürlich auch eure Unterstützung, weil das Thema ETF habe ich ehrlich gesagt noch nicht bearbeitet und es wird auf jeden Fall mal sowas von dermaßen Zeit, dass ich mir da auch mal den einen oder anderen ETF mit reinnehme, wo nämlich auch eine gute Ausschüttung hat. Ja, auf jeden Fall meines Erachtens mega spannend, was da auf euch zukommen wird, auch was auf mich zukommen wird, weil das ist natürlich dann mein allererstes öffentliches Depot. Ganz ehrlich, Leute, wir brauchen aktuell nicht reinschauen. Der Sparplan ist jetzt zweimal ausgeführt worden, insgesamt durch der aktuellen Situation, dass der Markt halt wirklich nachgegeben hat. Zwischen 5% und 10% im Minus drinnen, stört mich null, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das Depot ist halt wirklich total am Anfang und wie ich euch in eins meiner letzten Videos eben auch erzählt habe, ich habe meine anderen Depots abgesichert, ich habe das Ganze ein bisschen gehedged, das heißt einfach, ich bin mit einer gewissen Summe mit Shorts drinnen, die lasse ich jetzt auch übers Wochenende laufen. Habe mich heute in der Früh auf jeden Fall sehr gefreut, dass das einigermaßen funktioniert hat, aber jetzt gab es ein Pullback, mal schauen, was der Tag noch so ergeben wird. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß in eins meiner nächsten Videos, eben die, wo ich da oben in der Infobox verlinkt habe oder die, wo du jetzt hier gleich sehen wirst, die, wo ich dir hier einblende, zwei Stück. Auf jeden Fall gerne ein Abo da lassen, auf jeden Fall auch kommentieren, welche Unternehmen du aktuell interessant findest mit etwas weniger Dividende. Und dann, Freunde, sehen wir uns auf jeden Fall in eins meiner nächsten Videos wieder. Freut mich richtig. Dankeschön fürs Einschalten und dann bis demnächst. Ciao, Servus, dein Holly.